Töret, aufgeblickt, ihr Bauernmeuchler. Willkommen in einem neuen Dorf voll mit Seuchen, mit einem Mann, der frohe Seuchenkunde bringt, Sir Kreis. Höret, höret, liebe Untertanen des Königs, goldene Kehlchenstimme wurde verseucht von einem bekackten Hundsfutter, der ständig sein Haus mit Kot beschmissen hat. Aber wir haben es geregelt. Wir haben ihn, genau wie die anderen Leute, die weder bewerten und kommentieren, in die Schweinegrube geworfen. Und dort wird er leiden auf ewig. Mit blutenden Franzosen wird er dort auf ewig. Unter die Erde. Oh. Da wird er wieder richtig reingemetzelt hier im Bauernschlachten, ne? Alter, was ist los, Junge? Was ist los? Was willst du, ey? Boah, der da vorne, hier wieder so ein Grauer, der irgendwie alle dodgt und dödelt. Ah, mit der Keule! Zwei Mann habe ich erledigt, ja! Alter, hier muss man strategisch vorgehen, du, weil hier ist wieder alles vertreten. Ah, ich musste mich erstmal ein bisschen heilen gerade, Alter. Boah, wie ich die linke Flanke geschützt habe. Mit meinem Leben. Boah, ich lebe noch. Mega Glück. Komm hoch, Junge, komm hoch. Heile dich. Schlag ihn. Warte, das Bartholomäus. Ah! Wir alle wissen, Franzosen sind schon sehr schmutzig. Die bluten immer und stinken. Ja. Boah, jetzt wurde ich zerrupft, aber richtig böse. Und die machen übelste Foltertechnik. Auch dieses Bild am Anfang mit der Katze, weißt du? Ey, das gab's wirklich. Die haben da wirklich alles reingeschoben, ne? Also ja. Der Mensch und das Poloch. Der Mensch und der... Ach ja, es war schön. Auch diese komische Birne, die man so aufschrauben konnte. Ja. Richtig kreativ. Ja, ich weiß, ich habe mal in der, ich weiß gar nicht, 9. oder 10. Klasse habe ich mal über mittelalterliche Folter ein Referat gehalten. Ja, ich finde am schlimmsten das, wo halt deine Löcher eingeschmiert wurden und in den Sumpf geworfen wurdest und dann haben die Insekten dich von innen gefressen. Das wäre so mein schlimmster Tod. Oder der Bulle da, dieser Bronzebulle. Ja, ach, Alter. Bist du halt geboilt. Die haben auch teilweise, haben sie dir einfach den Hintern eingefettet und dich dann auf so einen übelst hohen, spitzen Pfahl gesetzt und so. Und dann, wenn du halt nicht ordentlich stramm genug trainiert warst und oft genug in der Herrensauna des Königs irgendwie Zeit verbracht hast und einen schlaffen Ringmuskel hattest. Dann musste man einen starken Anus haben. Ne, dann wurdest du... Alter, hier werde ich ja nur zerrupft. Deswegen hieß die Dame auch damals Agatha Fisti, wissen viele nicht, weil die hat trainiert. Die hat trainiert, die alte Fisti. Ja, wir kamen wieder zu spät rein. Wir konnten unsere Männer nicht richtig guiden. Ja. Deswegen müssen wir jetzt Steine auf sie werfen. Ich werf Steine runter, Alter. Das ist voll geil. Da steht er doch. Bam. Ah, Mist. Aber stell mal vor, so ein Stein wird halt auf dich geworfen. Wie übel das ist, ne? Das muss so übel, Alter. Das tut auf jeden Fall richtig weh. Glaubst du, das tut weh? Ja. Wenn du es noch mitkriegst. Boah, ich habe eben einen richtig krass mit einem Kopfschuss Stein getötet. Mach den Banner kaputt. Mit Stein. Geht das? Klar. Da kam er und wollte mich stechen. Erinnern uns ja welche oben. Boah, jetzt haben sie hier ihre Britschen hochgezogen. Aua! Hey Leute, helft mir hoch! Hilf mir doch hoch, Mann! Ah, dankeschön. Boah, jetzt kommen sie von allen Seiten, ne? Ich hab mal trompetet jetzt. Oh, mit seiner Trompete hat er mich frohlockt. Jetzt geht's mir besser. Schon interessant, dass so eine Trompete dich heilt, ne? So geht's dir einfach direkt besser. Nein, dir geht's nicht besser, aber du hast halt neuen Mut. Ja, du hast wieder ein bisschen Trompetenmut. Was? Der Schwengel ist wieder steif. Wieso? Dank deiner Trompete. Ja, das ist so ein bisschen Kampfhypnose schnell, ne? So, du denkst, ja, das ist eine schnelle Kampfhypnose.
Boah, der ist auch so ein Ultra-Ninja-Ritter. Boah, Alter. Haben sie wieder reingeschwengelgoldet in meinen Mund. Ich saß da mit offenem Mund. Gemundgoldet. Die haben mich gemundgoldet. Das gute alte Lippengold. Boah, mich hat er zerhackt. Warum schlägt mir jetzt einer direkt den Nacken? Lippi Maul, der Schreckliche, hat mich erwischt. Wie bei, wo war das bei Kindsköpfe oder so? Ja, und rasier deinen Nacken. Hey, was ist hier los? Alle stehen rum. Ich lauf hier raus. Wir haben richtig viele AFKler irgendwie. Ja, wir müssen am Ende richtig dicht machen beim Gold. Die Karte wird eigentlich immer beim Gold entschieden. Ah, ich bin ins Schweinefeuer getreten, Mann. Ich wollte nur ein Stück Spanferkel. Warum sind die so gemein? Boah, da rennen sie rum mit Kisten und... Boah, Alter. Wie ich da durchdodgen musste. Ich dodge nie. Ich schlachte. Nee, das war eben gerade Blutbad hoch 10. Wo will denn der Typ hin? Oh Gott, da sind ja noch mehr. Hey, sieh da. Da muss ich alle meine Dodge-Skills rausholen. Ein bisschen Dödel-Dodging machen. Jetzt, alle drauf nochmal. Bitte schön zumachen. Zeit, es geht nur um die Zeit, Leute. Schade, ich war nicht nah genug dran. Au. Oh, Manu. Die haben das Gold genommen. Wow. Das Königsgold. In unserem Königreich wird jedes Gold mit dem Schwengel berührt vom König persönlich. Alter, ich werd heute nur zerrupft, ne? Ich hab immer gleich so ganze Gangbangs. Ja, man muss mehr in der Gang. Gang gegen Gang. Gangbang-Modus. Verteidige das Gold, am Brunnen, ey. Ja. Der Lust. Wir sind schon am Brunnen vor dem großen Tore. Wir müssen wirklich vor dem Brunnen sich jetzt richtig einbunkern. Wo sind unsere ganzen Barrikadenmacher? Ich weiß nicht, die spielen voll wenig so Techniker, ne? Naja. Boah. Oh, der brennt schon, ne? Ja, das ist scheiße, das sie da runterwerfen. Brennender Zündelkot. Dung. Zungenkot. Brandbogen. Boah, natürlich brenne ich genau, wo jemand trötet. Ach, und die rennen jetzt hier schon richtig invasiv. Alter! Wie viele hier rumlaufen. Boah, was war das denn? Jemand hat irgendwie so einen brennenden Kelch oder sowas auf mich geworfen. Tja, den Weinbrand vom alten Opa. Opas alter Weinmundbrand. Weinmundbrand. Dem Opa qualmt die Sohle. Jetzt hier Finger weg vom alten Gold. Boah. Wir stehlen unser Gold. Hinten höre ich das Weibsvolk schreien. Die ganze Area of Loot hier. Naja, die haben richtig eine Area of Loot gerobbt. Deswegen, die Mitte müssen wir dicht machen. AOL, Alter. Area of Loot. Ich hier so ein bisschen an den Banner ran. Da darf halt niemand rein jetzt in die Mitte. Aua, boah, wie er schubst. Von hinten, Junge. Von hinten, von hinten. Der hatte den Rhythmus. Boah, der hier auch, der hat richtig Rhythmus. Ja, die brauchen das Gold ja auch nur einstecken und nirgendwo hinbringen. Alter, guck mal, wie schnell die das jetzt wegluten. Boah, die waren auch wieder zu zweit unterwegs. Das meine ich, Alter. Zwei Leute sind hinter ihm. Warum auf mich? Das... Weil du der Hässlichste bist aus dem Bunde. Das verstehe ich nicht. Er wird von zwei Leuten verfolgt. Aber greift genau mich an. Oh, da rollt ein Schädel.
Battlefield Overrated oder wie hieß der? Weiß ich nicht. Hier, das ist das letzte bisschen Gold hier drüben, ne? Ah, ey. Schlemmer Hans. Der alte Jimmy-Killer. Jimmy, Jimmy, Chappa, Chappa. Wie hat der das geholt? Hier ist doch noch das Gold. Hä, müsst ihr nicht mehr alle einsammeln? Nee. Gibt's jetzt mehrere Goldpunkte? Ja, wahrscheinlich. Früher war das ja nicht so, ne? Nee. What? Alter, eine ist jemand Pranger gestellt worden. Wie konnte man denn nochmal die Flöte spielen? Aufheben und dann, glaube ich, wie schlagen. Nee, geht nicht. Aber die haben wir doch schon gespielt. Ja, ja, aber... Nur als dürfen wir nicht sterben, ne? Oder wie war das? Tickets oder so? Ja, ich glaube, es ist jetzt so ein Ticket-Ding, aber... Siehst doch, wie hardcore Alter, die sind. Guck dir das an, die sind hardcore unterwegs. Die machen aber auch auf Superfreunde und so, ne? Ja, und die stehen da auf Superfreunde-Basis schon vor der Tür. Ich habe auch nichts, womit ich die anzünden könnte oder so. Okay, Flötenspin! Bam! Ja, mit der Flöte getötet! Was ist los? Nimm meine Blockflöte, du Schwein! Alter, jetzt wird richtig abgeflötet, ne? Lass einfach in die Menge springen! Boah. Meine fleischige Blutflöte liegt jetzt vorm Tor. Wir haben so viele AFKler hier irgendwie, ne? Ja, wir haben super viele AFKler. Alter, ich habe hier so viele angeschlitzt, ne? Und irgendwie alle überleben so mit einem Millimeter Leben gefühlt. So, endlich. Der fette Poet habe ich gerade ermordet. Der fette Poet, der Alte. Boah, was war das denn für einer? Der fette Poet. Wir können es schaffen, wir müssen halt jetzt so richtig schön defensiv gemeinsam im Pull. Boah, der ist übel hier. Super aggressiv. Oh Gott, er hat meinen Freund umgebracht. Hier liegt nur ein Klumpen rum. Na, ah, Mist. Die Garrisons. Die Hälfte der Garrison-Familie wurde erledigt. Der geile Gary. Mau. Gary Geilison. Mumich! Mumich! Meine alte Mumilch! Oi, 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 oi. Oh, nee, nee. Was ist, wenn wir jetzt eigentlich hinten stehen bleiben würden? Alle hier so drin. Würden wir gewinnen, oder nicht? Weiß ich nicht. Wäre aber schon cheesy. Ja, aber... It's a feature. Alter, wie viele Schläge hält der aus? Der alte Skarnburger. Der alte Skarnburger. Ich hab ihn so oft getroffen. Aua. Das ist mein first hässliche hier. Guck jetzt nochmal schön defensiv, einfach nicht draufgehen. Oh, jetzt bin ich ein Bauerlümmel. Spiel nochmal. Hallo, ich spiel nochmal die Trompete, ey, du Bauer. Geh weg, Bauer. Der Ritter muss hier kämpfen. Ich riech nach After. Er roch nach After und Glückseligkeit. Los, ihr Bauern, verteidigt sie, die Soldaten. Ja, bleibt hinten. Bleibt hinten. Kaum nur noch wenige Sekunden. Hier, sogar noch einen gekillt als schmutziger Bauer.
Jetzt wurde ich erschlagen. Ich versteck mich hier im Gebüsch. Ja, bleib hinten. Jawohl, nochmal mit dem Schwerti reingestochen. Ja! Alter, dass wir das geholt haben, ne? Am Ende war es ein Sieg für das Bauernvolk. Boah, abschnetzeln hier. Der Blutbad-Simulator. Geil, Alter. Richtig geil. Reingeslottert, ey. Ja, wir kamen ein bisschen late rein, ne? Ja, wir kamen late rein, aber am letzten Ende stand ich noch dort mit meiner Ritterschürze. Ich habe hier Agatha Master Race. Ein episches Schwengelschwert habe ich bekommen. Aber ich probiere heute, glaube ich, nochmal was anderes aus. Also ich gehe mal jetzt wieder... Ich glaube, ich mal ein bisschen Vorhaut. So ein bisschen einfach auf andere Waffen mäßig. Ich glaube, ich bin heute so eine Vorhaut-Dehnaxt. Ja, ich gehe auf Offizier-Ritter, aber ich mache mal hier die schwere Streitkolben. Mal wieder hängt, ne? Der arme Ludwig. Der arme Ludwig. Mit einer Birne im Arsch. Mit einer Birne im Arsch und heißem Tauchsieder in der Strullerscharte. Tauchsieder im Arsch muss schlimm sein. Ja, sowas ist schlimm. Es wird ja immer heißer, ne? Boah. Da sind sie, die Bushwhackers. Ja, aber guck mal hier, die Roten sind irgendwie High-Level-Noobs. Ja. Oh. Boah. Alter, wie? Die kriegen so ein Damage und überleben den Kram. Wie Abraxo, der Schreckliche. Die schnetzeln hier durch den Wald, Alter. Mit so einem Minimesser. Cornflakes. Mit Cornflakes hat er dich enthauptet. Cornflakes. Ja, die sind wild unterwegs. Alter, was für eine Respawn-Zeit. 20 Sekunden. Diese Cornflakes. Mann, ich war hier gerade im... Guck mal, wie schnell die aber auch durch... ballern, ne? Ja. Es ist hier im 101, aber Streitkolben ist natürlich, man muss sich direkt wieder ein bisschen um, aber Streitkolben ist an sich, schwingt er nicht schlecht, der Boy. Uff. Ja, aber die haben hier so massive Äxte, das ist ja wild. Richtig Wildaxt. Richtige Wildaxt. Na, ich hab hier halt irgendwie so richtig unangenehme Spawnzeiten von einer Woche. In einer Woche sehen wir uns dann wieder, Jungs, ne? Ja, man muss ja erstmal geheilt werden von seinen Blessuren. Ja, mir wurde der Kopf abgeschlagen, zu heilt so in einer Woche. Das eitert raus, das ist wie bei einem Mull oder wie, ne, bei einem Axolotl. Bei einem Mull. Eine Mutter ist ein Mull. Ein Nacktmull, ein haariger, aber... Sind sie ein haariger Mull? Alter, von hinten auch wieder einer. Ich werde immer, also in der Folge werde ich nur in die Zange genommen. Und so richtig der Zangenmann, du. Guck mal, wie hier schon die Banner stehen, ne? Man ist erst bei der Hälfte. Was macht der denn hier? Boah. Der war doch ruhig. Alter. Hä? Jetzt ist er weg. Schnell gedespawnt. Aber hier, alter Babaklu, Alter, der hat mir ganz schön gegeben. Au, ey, Alter, jemand hat mir so ein Breitschwert im Rücken. Ich bin einer von euch. Mein Gott. Du bist voller Blut, also stirbst du. Alles Rote wird im Rausch weggerauscht. Er brennt.
Der Shogun. Und jetzt Beat. Alter, ich hab dem anderen mit dem Streitkolben den Kopf abgeschlagen. 105 Schaden, aber wie viel HP hat man überhaupt? Weil ich mach manchmal ja so 90, bla, boah, ne? Keine Ahnung, 200 oder je nach Klasse wahrscheinlich. Ritter hat mehr, ne? Die sind eher so massiven. Die sind eher so Bollwerk. Vorhaut. Oder so eine kleine Spritzvorhaut. Na guck mal, jetzt hat er doch geblockt gerade. Alter, da kommt aber auch direkt wieder einer aus dem Nichts. Da kommt direkt wieder einer dazu, so, oh, ihr prügelt hier, oder? Dann mach ich doch mit. Ja, ja, du bist immer gegangbangt. Ey, das Geleit stoppen wird, glaube ich, nichts mehr. Nee. Nein, das war meiner, der Abkassierer hier. Das sind schon welche, die jetzt schon hier an die, boah, an die Leiter wollen. Ich bin auch immer komplett zermunscht. Richtig abgemunscht. Stoppe das Geschlecht. Also der Streitkolben ist mir persönlich irgendwie ein bisschen zu... Boah! Kolbig. Ja, der ist mir zu langsam. Der macht gut Schaden, aber ich muss irgendwie so ein bisschen... Ja, mehr Credibility, so ein bisschen... da muss ein bisschen mehr Tanz rein in boah, die... Ey. Nee, die klatschen mich hier gerade wirklich durch Ballsalben. Ja, ja, ja. Nee, also Streitkolben, sorry, komme ich nicht klar. Versuchen's mal mit der Axt. Habe ich die jetzt schon? Sieht so aus, gell? Ist das ein Feind? Nee, nein, der Pestmann ist unser Freund, oder? Das Tollhaus hier zurückerobern. Wir müssen zurück aufs Torhaus. Alter, was ist das hier für ein Ultra? Ah, jetzt kommt der andere von hinten. Ja, ich habe immer noch den Kolben hier. Nice, nice, guter Kick. Boah. Ah. Die halten halt gut zusammen. Ich glaube, sie sind irgendwie alle in so einem Discord oder sowas. Was? Na, also Kolben ist nicht so mein Ding. Da kann ich eh nicht mit umgehen. Guck mal, alter Dreamox da oben, der alte Traum. Der alte Traumtänzer. Ah, hier mal reingerannt und abgeschlachtet. Ja, immer rein. Was soll schon passieren? Oh, man stirbt. Ja, kommt man wieder, zack, siehst du? Boah, Alter. Javelin. Was ist Javelin? Ach so. Hat mich doch irgendeiner mit dem Bogen. Boah. Mit dem Javelin. Boah, nee, ich bin immer im Gangbang. Immer auch gerade wieder gegen drei Leute so. Es ist immer so ein Gangbang-Ding. Ja, du musst mehr Pesos. Du brauchst mehr Pesos. Aber meine Pesos sind sehr sluggish. Also die Gangbangen heute richtig rein. Erzbaron in Pipi-Kacka-Schrumpf. Pipi-Kacka-Schrumpf. Die hat richtig das Ziel hinaus gestrumpft. Ja, die Baronette. Baronette. Uff. And really hurt. Ich muss mich mal kurz verbinden hier. Noch mal kurz, Alter, am Banner vorbeirennen. Da kam jemand, hat mir was eben war das? Mit dem Ballisti. Mit Feuerschaden?
Und wir haben ja alles. Boah, shit. Boah. Na, ja, den habe ich aber noch hier. Boah, was? Der überlebt das auch noch. Ist zwar gedownt, aber überlebt das. Seine Freunde direkt kamen. Es kommen immer direkt erst so, oh, ihr habt hier einen Kampf unter Ehrenmännern. Na, das müssen wir direkt unterbinden. So geht das ja nicht, Jungs, ne? So geht das ja nicht. Irgendwie ist meine Axt ist verschwunden. Lauscht meinem Trötengesang. Oh, ich hab den geflockt. Nice. Ich dreh dich trotzdem. Nice. Lass mich hier heilen, aber nice. Aber nice. Ja, ist eine unangenehme Karte, ne? Ja. Boah, wieder alle hinten, vorne, vorne. Aber hinten. Wie wir aus anderen Spielen wissen, längst, haben die Gegner immer stärkere Waffen und cheaten. Egal in welchem Team du jetzt bist, ja, ist unabhängig. Ja, natürlich, klar, der wird gehackt. Die hacken sich gerade die Finger bunt, aber richtig böse. Ich sehe ja nur, es ist eigentlich nicht von Menschen, die Script eingeben. Die bewegen sich eigentlich gar nicht. Das ist alles Script. Oh, krass. Nee, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich hier. Ich brauche da schon Langschwert oder Großschwert. Ich bin echt der Langschwert-Typ, ne? Ich finde die Axt eigentlich ganz witzig. Ich mag Langschwert sehr gern. Ja, die kurzen Dinger sind auch nicht schlecht, ne? Also so mit einer Hand so zack, zack, treten, zack, zack. Nö, ich hab jetzt hier so eine Dänen-Axt. So eine lange. Ja. Von der lange Däne. Schmierer Vorhaut, ist eigentlich ganz cool. Hat doch ein cooles Kuh. Da ist so einer langgelaufen gerade. Hab ich doch gesehen hier. Der alte Fackelprinz, da ist er doch. Ein cooles Kuh ist immer wichtig. Dü. Alter, wenn du so mit Sprint die Axt schwingst. So. Boah, wer hat mich da angezündet? Welche Sau. Boah, Mist, ey. Na, warte ab, jetzt komme ich mit meinem Schwerti zurück. Der alte Schwerti-Gerti. Mist, der ist einer durchgekommen. Boah, da vorne stehen sie Banner wegschlachten. Die heilen sich da immer wieder mies hoch. Achtung! Ja, was? Oh, meinen eigenen Mate irgendwie noch erwischt. Na oh Mann! Wenn zwei Leute kommen, kannst du auch nichts mehr machen, ey. Es ist super schwierig. Kommt immer drauf an. Ja, es kommt auf den Rhythmus an, aber wenn die beide so einen Halbzeitrhythmus haben, das heißt so, der eine schlägt, während der andere blockt, kannst du halt nichts machen, weil entweder schlägst du, kriegst einen Treffer, oder du blockst und kriegst danach den Treffer, so, weil dich einer kickt. Boah, da sind sie so durchgerannt wieder. Boah, Alter. Axtwurf. Boah, die haben 8 Minuten jetzt. Schaffen das sie ist easy. Richtig, richtig widerlich. Ja, weil sie jetzt dann auch die schießen dann aus der Ferne wieder mit den Katapulten und keiner geht auf die Katapulte. Naja, jetzt ziehen sie auch durch mit ihrem dicken Geleit, ne? Naja, klar, wer ein dickes Geleit hat, der kann einfach durchs Tor marschieren.
Ist auch Ritter Schwarzblond. Aber vielleicht ist das kleine Geleit voll nett und witzig. Und das kleine Geleit ist vielleicht treu und... Was? Alter, ist das der ober-mega-krasse Dude? Wer hier, Chevchenko oder was? Nee, hier so ein komischer, blonder, schwarzer Typ. Der Lipizzaner. Der Lipizzaner, ey. Zur Homeoffice, ja. Sein Chef denkt, er arbeitet, die Maus bewegt sich. Ihr labet euch an einer fröhlichen Flöte. Au! Was? Was? Alter! Oh, nee. Ist ja, ist die brauchen so nicht crazy. Mal mit den Sprengsätzen durch, weil die halt einfach nur mit den Katapulten drauf feuern. So verrückt, weil die hier so richtig schön dich in so eine bengalische Schere nehmen. Das Gate ist schon down, ey. Ja. Was, Alter? Den hab ich doch übelst getroffen. Der hatte null Verteidigung. Also. Mann, aber sind auch alle weg wieder, sind auch alle weg. Wir haben das Katapult kaputt gemacht, voll den Erfolg und alle weg. Nee. Ich hab ihm gerade richtig gut eigentlich gefightet, aber nee. Ja, manchmal kommst du halt doch nicht am Ende durch, ne? Naja, jetzt muss man halt richtig gut wieder den Baron machen, ne? Am Ende Baron Gaming. Ja, aber die schießen halt einfach nur mit dem Katapult auf das Tor, ne? Also die müssen mit diesen Sprengsätzen gar nicht mehr durch, das ist voll dumm eigentlich. Gib doch den Mann auf! Aua! Alter, diese komischen Doppelklingen, ne? Diese komischen Minimesser. Zipperton ist richtig, oder Zipperzon, der ist richtig ekelhaft. Wer hat denn? Guck mal, Bogenschützen sind auch immer weg, ne? Naja, klar, Bogenschütze ist. Was ist das? Ein Schlegel. Sorry, I don't speak Baguette. Ah, nehm ich doch mal hier. Der Herzog jetzt schon kaputt? Ich nehme mal so ein. Wo ist der hier. Denn? Der, irgendwer ist wieder direkt durchgerannt. Und warum nimmt der so viel Schaden, der Duke? Weil er gebrannt hat gerade, glaube ich, oder so. Dann trötet ihn und salbt ihn. Ja, hier, dieser Zippy Zapper da, der ist richtig übel. Boah. Alter. Aber ich bin gestorben für meinen Herzog. Für den Herzog, man muss für den Herzog sterben. Er muss halt richtig zugekleistert werden mit Banner. Kasana Kalle! Der alte Kasana Kalle, du! Kasana, ist das nicht so eine Glaubensrichtung? Ich bin jetzt auf Kasana-Diät. Ich esse nur noch Käse- und Sahne-Torte. Käse-Sahne-Diät, ey. Ja, aber vielleicht funktioniert's. Bono-Ernährung ist ja eh voll beliebt. Bono-Ernährung? Bono. Ich hab die Tür zugemacht, der Bogenschütz muss gehen.
Nein, die hat die Tür geschlossen. Boah, jetzt könnte ich eine Heilung gut gebrauchen. Wo bist du? Brenn halt voll. Nee, wieder gebrannt. Meine Tröte hat auch niemanden geheilt, weil genau da halt nochmal eine Tröte reinkam. Auch richtig, richtig scheiße, ne? Oh, jetzt haben wir welche, die blockieren. Ah, come on. Oh, wow, wow, wo ist unser Duke? Der Duke. Alle beim Duke bleiben. Vorsicht vor Duke Badly Wound. König schwer verletzt, nannte man ihn. Warum ist er auch immer so vorne? Wie sich der Typ durchrollt hier. Gern den Banner. Hier in den Banner, Duke. Ich werfe Verbandszeug. Genau da, wo ich das Verbandszeug hinwerfe, schmeißt einer eine Brandgranate hin. Na, ist immer geil, ne? Boah, Alter. Oh, beim Duke. Nee, Alter, wie sie ihn dissen, Alter. Trötet den Mann. Ja, hier würde ich stehen bleiben als Duke. Hier ist eine gute Stelle. Kann sich auch nicht so leicht abfackeln. Ah. Geh doch hinter die Wand, Duke. Oh, ey. Hinter der Wand hätte er so einen OP-Move machen können. Ja, hier oben und dann kann man links und rechts ein bisschen protecten an den, ja, wo ja, die Treppen hoch sind, ja, und so, ja, aber. Schön die Banner hinterstellen, treffen dich die Bogenschützen nicht. 4636 Points geschlinert. Duke will halt immer slayen. Naja, der Duke will slayen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschüss. Slay!